Herzlich willkommen zurück zu Raft. Bei unserer gerade aktuellen Riesenjacht hier, die wir gerade erforschen wollen. Ich würde jetzt aber eher gern nochmal eine Taschen- und Stirnlampe craften. Genau, vielleicht so an meine Zuschauer. Ich habe mich wahrscheinlich jetzt dagegen entschieden, die vorherige Folge hochzuladen, weil die dann ab der Hälfte ziemlich rumgeruckelt hat. Und es war halt gerade die Folge, wo wir jetzt das Schiff ein bisschen erkundet haben. Das ist natürlich jetzt ein blöder Fail, aber falls ihr euch das anschauen wollt, dann geht einfach mal auf Konkocht seinen Kanal. Da könnt ihr das Ganze anschauen. Wir waren die ganze Zeit zusammen. Schön, weil ich werde mich dagegen entscheiden, das hochzuladen, weil es hat ein paar Probleme gegeben. Es ruckelt ab der Hälfte und... nee, ist nicht schön anzuschauen. Also, falls euch interessiert, geht einfach mal schon auf den Konkords Kanal. Das müsste ja die Folge 22 sein. Ja, müsste die Folge 22 sein. Ja. Oh, ich habe ein Kokosnusshähnchen gefunden, Rezept, und einen Haihappen. Du kannst ja das Video unter dem Video jetzt verlinken, eventuell dann. Die Folge. Ja, genau, das kann ich auch mal. Lol. Haben wir wieder... Wir haben neue... Ja, drei insgesamt schon gefunden jetzt wieder, ja. Also da, wir haben was... Ich habe ja letztens die alle weggeschmissen aus Versehen. Irgendwie so. Hm. Oder ja, weil ich das Ding umgesetzt habe und anscheinend hätte ich da vorher die Rezepte einsammeln müssen. Aber da waren ja nur 4 Rezepte. Und jetzt haben wir mehr. Moment mal, ich tue hier das mal ein bisschen. Ich esse mich nochmal. Wow, voll. Nein! Nein, was? Warte, Ich hab vorhin gespeichert, wir könnten jetzt nochmal neu starten, neu laden. Obwohl, Moment, ich hab das ja jetzt abgebaut. Sind die dann trotzdem noch da? Nee, eben nicht. Das war ja bei mir das Problem. Genau das hatte ich ja auch. Weil ich wollte nur das eine Ding wegnehmen. Das eine Rezept. Nee, also jetzt habe ich jetzt keinen Bock. Neu laden. Könnten wir ganz kurz neu laden. Ganz kurz, ja. Ja. Dann laden wir schnell neu. Hauptmenü. Oh Gott, warte. Nein, ich möchte nicht speichern. Nee, ich mach mal eine kurze. Oder soll ich das jetzt einfach durchlaufen lassen? Weltladen. Ja, das geht ja schnell. Passwort ist wieder 123. Das tut mir natürlich jetzt leid, dass ich das jetzt recht wieder kackt hab. Das läuft heute nicht bei mir. Man könnte Friendly Fire anmachen. Lul. Ja, das lass mal lieber mal aus. Ne? Oh Gott! Ach, jetzt glaube ich, muss mich meinen Speer nochmal neu craften, meinen Bogen. Ach, und wir brauchen neue Taschenlampen, weil auf dem Schiff ist es ja schon ein bisschen dunkel. Ja, ich habe zu gerade eine gecraftet gehabt, aber... Ja. Du hast ja unbedingt das Ding löschen müssen. I'm so sorry. Aktualisieren. Bist du endlich drin, oder was ist denn jetzt auch da endlich? Es lädt noch. Kann sein, dass... Ist bald eigentlich mal Nacht schon, könntest? Schauen wir mal. Steht schon verbinden da? Bist du drin? Jo, ich bin drin. Ja, und ich muss hier nochmal alles neu craften. Geile Scheiße. Loading. Please wait. So, Speer und Bogen. Dann kann ich das jetzt wieder alles da reinhauen. Das brauche ich nicht. Glas ist auch hier drin. Nee. Tischlein wieder da? Ja, bestimmt, oder? Ja, ist wieder da. Warte, ich speichere jetzt schon mal. So. Loadet bei mir einfach immer noch und immer noch und immer noch. So lange ladet das. Boah, irgendwie traue ich mich gerade nicht. Hm. Kann man die dann überhaupt wieder entfernen? Anscheinend nicht so irgendwie. Also ich dachte, dass ich eben diesen Fehler gemacht hatte, aber... Ja, irgendwie Fail. Holy shit, wieso habe ich so viel Durst? So, und dann wollte ich genau die Stirnlampe gerade. Ja, wir brauchen ja wieder Batterien. Moment mal. Wo ist die Batterie gleich weg gewesen? Da. Batterie.
Kunststoff, Kupferbahn. Kupferbahn ist hier. Warte, ich mach gleich zwei Batterien für den Ball. Ah, ich war auch gerade dabei, okay. Achso. Ja, ne, mach. Dann tue ich nur den Kunststoff da schnell wieder weg. Und ess schnell hier so. Wieso habe ich eine Kartoffel in meinem Mund? Die Batterie liegt da am Boden. Ja. Wunderbar. Dann die Stirnlampe, Batterie und zwei Seil. Zwei Seil gerade rausgenommen, oder? Ja. Müssen wir mal kaufen. Also ich kenne mich nicht aus. Da ist. Ach, so eine Stirnlampe herstellen. Oh, dann kann ich die Seil da wieder reintun. Rein. Holz. Da wieder rein. Ruhig da rein. Und perfekt. Eigentlich? Moment, ich muss mal kurz Wasser auffüllen. Ich weiß nicht, warum ich Hähnchen schenkel und so gerade. Also ich habe das jetzt genauso wie du, dass ich irgendwie so überfüllt bin. Also diesen extra langen Balken habe. Das ist aber gut, glaube ich. Also keine Angst. Mich wundert es nur, warum ich das habe. Ja, durch diesen Fischeintopf da. Ah, ich sehe es gerade. Ja, wenn ich den Fischeintopf esse, kann ich mich überfressen. Geil. Geil! Also ich wäre soweit. Hast du den ganzen Fischeintopf weggefressen oder was? Ich habe einen gegessen gerade. Ich tue einfach mal das hier so. Wieso ist hier Schrott drin? Wo? War ich das? Aus Versehen? Wahrscheinlich. Nee, never. Och. Warte mal, ich nehme mir vielleicht mal ein bisschen Essen mit. Die Atemmaske, so, die sieht so scheiße aus. Hm? Die Atemmaske sieht so behindert aus. So, dann hier nochmal schnell Schrott. So, dann haben wir ja alles, oder? Perfekt, dann los. Aber jetzt brauchen wir entweder die Bombe, also das letzte Teil. Was ist denn das, wenn ich jetzt T drücke? Ist das dann das Aufnahmegerät? Entweder brauchen wir... Oh, anscheinend schon. Ja, Zünder, haben wir den Zünder schon? Ich weiß ja nicht. Ne, Zünder haben wir noch nicht, ne? Elektrische Leitung, Schlüsselkarte, nee. Moment, mit Schlüsselkarte. Das ist wieder eine andere Schlüsselkarte gewesen, ne? Da gab's da nicht noch irgendwo was anderes? Eine Tür, oder? Da stand doch irgendwie eine Türschlüsselkarte benötigt. Oder? Waren wir da drin? Ich hätte gedacht, da waren wir schon drin, aber... Schauen wir da mal rein. Nochmal von unten hochgehen, oder? Stockwerk für Stockwerk nochmal ganz kurz gucken. Gut. Ja, du hast ja jetzt schon die Lampe an, ne? Dann warte ich noch ein bisschen. Hier einmal ganz hintergehen. Ist hier hinten irgendwas bei den Maschinen? Hier war... Ach, da ist das Viech wieder drin. Das sind die Stairs. Ach Gott. Bist du drin? Ja, wo bist du? Au! Lol, das macht richtig fett Schaden, das Viech. Ist hochgegangen? Nein, ich kämpfe hier unten. Okay, das ist das Kampfsystem, das hier ist nervt. Hallo! Ich verreck gleich! Du bist so weit vorgelaufen, holy shit. Ja, ich hab versucht, da wegzulaufen. Ja, ich weiß nicht, kann sein, dass ich da vielleicht irgendwie was übersehen habe jetzt. Ne, hier war ja nur das Bad. Genau, dann eigentlich. Dann da hinten war ja das zum Herstellen alles, oder? Genau, dann gehen wir hier rein. Ja, haben wir auch. Kann man die Bombe herstellen? Hier haben wir auch alles? Nee, da fehlt noch irgendwas. Was? Also, wir brauchen elektrische Leitung, Anzünder, Gastank, Kugel. Okay, warte. Elektrische Leitung? Also, brauchen wir den Anzünder. Den Anzünder brauchen wir irgendwie. Also, ja. Anzünder, Tatsache. Also, müssen wir noch irgendwie rumgucken. Der elektrische Anzünder. Ist hier irgendwie was? Vielleicht hier in der Küche? Kann man irgendwie... Nee, hier ist nur Kunststoff. Ganz viel Kunststoff. Hm. Nee. Kann man das aufmachen? Nope. Mal wieder zurück. Was ist hier? Das war das Badezimmer, aber hier war ja auch kein elektrischer Anzünder. Er gäbe eigentlich auch keinen Sinn.
Gut, dann gehen wir hier nochmal hoch. Ah, Moment. Das war doch. Moment, komm mal hier mit. War nicht hier irgendwas in die Tür mit Schlüsselkarte? Ich muss auch die Lampe reintun, ich sehe einfach gar nichts. Nee, hier war. Nee, warte, hier hinten war dieser Lagerraum. Hier war der Tresor. Ah, help. Ich weiß einfach wieder nicht, wo du bist. Du rennst wieder so vor. Nee, ich schau mich hier gerade wieder um. Also hier hinten ist eigentlich nichts mehr. Also hier, wo ich jetzt herkomme. Schränke kann man auch nicht öffnen. Die Nachtschubladen auch nicht. Gut, also, aber irgendwie ist es nervig, dass über diese Scheiße. Ja, die Mistviecher da, ja, das stimmt. Weil ich weiß nicht, wieso sind die hier? Ich glaube sogar, dass ich vorhin mal irgendwo. Bist du jetzt gerade nach hinten gegangen oder was? Wo bist du? Oder bist du noch hoch, nochmal hochgegangen? Ich weiß nicht, wo du bist. Ah Gott, nein, du bist da nicht gewesen. Warte. Wir sind jetzt beim Wasser Gartan, ne? Ich weiß nicht, wo wir sind oder ob dieser Stöpsel halten wird. Wir haben versucht, das Loch zu stopfen, aber das Wasser steigt immer weiter an. Der Propeller macht ein seltsames Geräusch und ich glaube, Matti hat den Motor geflutet. Signe hat die Signalfackel abgebrannt. Und Philipp hat Musik gemacht, so laut er konnte. Ich glaube nicht, dass einer von uns weiß, was er tut. Ich werfe das gleich als erstes heute Abend von Bord. Vielleicht wird die Strömung es schaffen. Wer auch immer du bist, finde uns bitte. Ich habe eine Karte gezeichnet. Ich hoffe, es hilft. Wollen wir dir alles jetzt durchlesen? Nee. Ich habe nur... Gottes Willen, nein. Weil es gibt sehr, sehr viele Seiten jetzt, wo man vorlesen könnte. Ja, aber irgendwo habe ich mal irgendwas gelesen, was über die Ratten. Dass die Ratten hier am Schiff waren und die hier das Schiff komplett angegriffen haben. Das ist da drunter, oder? Oder weißt du, was das Schlimmste ist? Dieser Bastard wird... Und der Ratte? Wahrscheinlich überleben. Jens ist so fast halbe Schacht. Die Hälfte der Crew ist auf den Rettungsbooten dieses Miststücks sinkt und geht es immer noch von der Ratte, ja, der Hammers. Das ist nicht natürlich, weißt du? Dieses Wesen fraß eine halbe Schachtel Rattengift und kroch trotzdem die Schächte hinauf ins Steuerhaus. Das Gift hätte ausgehen können. Okay, ja, was dann? Ja. Ist das ja auch das Problem? Travelog. Ja, ich weiß nicht, ob man das irgendwie doch lesen müsste. Um da für die Story wahrscheinlich schon, ja. Nee, dass so, man halt vielleicht auch eventuell etwas findet oder sowas, dass man was. Ach so, irgendwie. Komm. So, meinst und du? So. Gut, also hier. Nee, hier hinten ist eigentlich nichts mehr. Ich weiß jetzt auch gar nicht, dann. Ob wir die Schlüsselkarte, ob wir die jetzt schon verwendet haben oder nicht. Ich weiß es nicht. Auch nicht. Also ich weiß, da war irgendwas. Aber ich glaube, da waren sogar zwei Türen mit Schlüsselkarte. Ich weiß nicht mehr. Ja, aber ich glaube, wir müssen nochmal eins noch. Ach, da geht's auch. Draußen war nichts mit Schlüsselkarte, oder? Nee. Ah. Hier, komm hierher. Hier ist Schlüsselkarte. Oh. Ah, hier okay. Ist die Türe. Ah, und da ist der grüne Schlüssel. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Ich hab jetzt Angst gehabt, dass wir ewig lang suchen müssen, aber mehr ist hier gar nicht. Dann gehen wir direkt ganz hoch, oder? Nee, ganz hoch war ja die Bombe. Ja, also, ja. Ja. Dieses. Alles hier? Noch eins hoch, glaube ich, ne? Wo war das? Noch eins hoch. Ah, hier ging's hoch, genau. Dann hier war's. Hier links rum, Alter. Ah, perfekt. Bad? Hier ist nochmal ein Bad. Boah, geil. Boah, Alter. Aber auch unbedingt noch eine kleine ist daneben, oder? Hä? Oder ist das Waschbecken? Nein, das ist Waschbecken. Nein. Au. Komm. Ah, nein, ich bin hier voll reingelaufen. Au. Okay, das nervt richtig hart. Hier ist nochmal ein Hinweis. Hier hinten ist nochmal eine Kiste. Anzünder, jawohl. Perfekt. Gut, also dann können wir jetzt nochmal runtergehen. Yay! Aber ich mag hier nochmal einmal außen rumlaufen, schnell. Hier nochmal aufmachen. Oh, Alter.
gut, aber das ist jetzt nicht so geil, hier zu liegen. Siehst ja jetzt nicht so viel, ne? Nicht, ja gut, vielleicht halt zum Sonnen, aber ansonsten echt kacke, ja. Also die Sicht ist jetzt nicht so der Burner. Nope. Na gut, hier hinten ist nichts mehr, oder? Nö. Gut, dann. Wieder runter. Ja, wo geht's denn hier runter? Ach, da. Ganz runter. Ich komme mal einfach nur... Ach, verdammt. Warum machen die nicht den Treppenhaus? Das ist ein Labyrinth irgendwie. Ja, genau, das habe ich auch. Ich verstehe nicht, warum die ein Treppenhaus machen. Warum müssen die zwei machen? Du meinst vier oder so? Drei, Moment, stimmt. Ich wollte gerade sagen. Hier geht's nochmal runter. Und dann muss ich... rechts und dann jetzt hier den Gang. Ah ja, entlang. Hier nochmal. Ganz nach hinten. Bin ich hier richtig? Ja, okay. Dann hier jetzt die Bombe. Boom, Bombe. Geil, dann warte ich hier. Dann kommen wir schon wieder hoch, oder? Ja. Hätte ich eigentlich gleich oben warten können. So. Hier hoch. Eigentlich schon, ja. Dann hier wieder rein. Ja. Hier hoch. Dann hier, genau, hier hoch. Hier hoch. Dann. Boah, da ist auch noch eine Ratte. Ach, ich laufe einfach mal davon. Ich glaub, die rennen uns hinterher. Ganz nach oben. So. Ja, die rennen uns. Ja, die eine Ratte. Ja, vielleicht nicht gerade im Hausgang. Ja, das sagst du jetzt. Ne? Ach so, ja. Eine ist tot. Alter, der. Wie der mich fertig gemacht hat gerade. Au, au. Oh. Alter, ich bin fast tot. Holy shit, der hat nur noch mich angegriffen. Scheiße. Holy shit. Ich glaube, wir setzen und. Wow. Holy shit. Oh. Ah ja, Schrott. Okay. Schrott, Schrott. Findet man nur Schrott? Ein Hinweis? Ein Bauplan. Hinweis. Ich habe einen Bauplan gefunden. Bauplan, Lenkrad. Okay. Kiste aufnehmen. Oh, Motor. Oh, Lenkrad. Okay. Hallo, oben ist noch eine Kiste. Nice! Bei den Geräuschen dürften sich die Ratten eigentlich... Ist das ein Flugzeug? Nee, das ist nicht. Ich habe aber auch geguckt, weil das sich gerade anhört wie ein Flugzeug. Ja! Aber ich glaube, weil die See so unruhig ist. Kommen wir da hoch? Hoch. Ganz hoch da. Hm. Na gut, da wird aber wahrscheinlich nichts mehr sein, ne? Den ganzen Aufwand jetzt für nur für so ein blödes Lenkrad. Na gut. Ja, man kann eigentlich hier so runter latschen, ne? Ne, hier ist nur Kunststoff. Vielleicht liegt hier noch irgendwas. Nope. Geronimo! Yay! Und hier hoch. Oh, wir haben es geschafft. Geilo, Matos. So, wo ist das hier? Forschungstisch. Ah. Wo ist denn der jetzt hier? Da, Ne, Moment. Wo ist der Forschungstisch? Hä? Wo ist denn das Ding wieder? Hier. Ach, Leute, ich bin voll verrückt. So. Hm? Aber diesen Bauplan, die müssen wir jetzt nicht mehr erforschen, oder? Man braucht einmal, man braucht die Materialien alle und dann lernen. Okay. Es gibt einen Rucksack. Ja, stimmt, das kann, wir haben noch so viel nicht erforscht hier. Ui. Lol. Also einiges. Also Heilsalbe, Honig, Heilsalbe, warum zweimal Heilsalbe? Lederbeinschützer, Lederweste, Lederhelm, Rucksack. Mann, Rucksack wäre schon geil, ne? Motor, was brauchen wir denn? Eine Metallbahn, Seil, Leiterplatte. Warte, ich baue den Motor mal. Dann schaue ich mich mal um das Lenkrad. 10 Schrott. Metallbahn. Neun, zehn. Seil. Und
was brauchen wir? Leiterplatte. Du nimmst immer meine letzten Seile her, ey, du Pisser, ey. Ich tue die immer herstellen und dann kommst du daher. Und dann plötzlich sind keine mehr da. Lenkrad, 4 Seile. 1, 2, 3, 4. Dann haben wir. Seilbahn und da. Wie haben wir davon? Alter, da brauchen wir viele Metallbahnen. Bitte sag mir, dass wir da viele auf Lager haben. Warte mal kurz, ich brauch sehr kurz. Ich geb's dir gleich. Warum nimmst du mal alle raus? Ich nimm halt nur die raus, die du brauchst, verdammte Axt. Ja, jetzt bin ich zu faul hier. So, Leiterplatte. Ich lade schon mal noch Eisenerz hier überall rein, damit wir hier gleich neue kriegen. Mhm. Was soll ich machen? Ah, genau. Mir meine Metallbahn bringen. Motor. Schmeiß mal deine Metallbahn darunter. Wow, oh Gott, ist das riesig. Glaube ich. Nein. Warum liegt hier Bauplan Lenkrad? Ja, Entschuldigung. Da. Leiter, Metallbahn. Oh, da. Kann man den nicht irgendwo reintun? Da. Metall, Bauplan. So. Lenkrad, oh, das ist doch perfekt. Oh, das mit dem Motor. Oh, geil. Sollte das Leben jetzt einfacher machen. So. Die Frage ist jetzt, das Lenkrad dort, wo normalerweise das Segel ist, brauchen wir das Segel überhaupt noch? Nee, eigentlich. Eigentlich nicht, ne? Obwohl, der Motor braucht Treibstoff, der braucht irgendwie Treibstoff wahrscheinlich, oder? Batterie dann wahrscheinlich? Oh wei. Vielleicht so ein Notfallding erstmal lassen, ha? Huh? Ja. Warte mal, der Motor, wo ist denn der jetzt? Ja, das ist ziemlich relativ groß. Na, seht. Soll ich mal den Anker lösen? Weil beim Schiff brauchen wir nichts mehr, oder? Das war nur das Schiff, ne? Außenrum die Insel, da war ja nichts, ne? Nö. Ich mach mal hier, soll ich das Lenkrad hier oben hin machen, oder? Ja, muss man das Lenkrad vielleicht mit dem Motor irgendwie verbinden, oder was? Halt nicht so, ich kann das überall hinstellen. Okay. Ich würde das mal hierher irgendwo klatschen. Direkt neben dem Ding hier, so direkt. So, theoretisch kann man jetzt nur mal nachschauen, wo es denn als nächstes hingeht, oder? Mäh. Genau, Baibo Island, 3722. Ach, okay, geil, das geht ja bis ganz runter, okay, ich verstehe. Mhm. 3722. Ich finde, da habe ich... Hast du das Richtige dann? 3722. Hast du die Balboa Island? Ja, wir haben das Radio Tower und Wasser Gant haben wir jetzt, ne? Ja, genau. Geil. So, jetzt, so schaut es aus, okay. Genau, und du musst mal runtergehen, das geht halt runter. Mistvieh. Guck mal, dann geht halt hier das Rohr runter und unter Wasser ist halt dann dieses Paddelding. Und der Motor, den bauen wir gleich hier hin dann. Immer, jo. Auch auf der Seite. Wo ist denn der? Wow. Richtung ändern. Ach, rückwärts und vorwärts, okay. Ja, dann müssen wir den vielleicht doch anders hier Motor seitlich. Einschalten. Moment. Nee, dann müssen wir den vielleicht doch anders setzen, weil jetzt haben wir das Lenkrad hier und fahren in diese Richtung. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ist jetzt irgendwie verkehrt hier auf der Seite. Ja gut, man kann auch Richtung Ende, aber ja. Ja, du kannst nur nach vorne und zurück. Aber nicht. Ja. Du musst halt hierher, auf die Seite vielleicht. Hier irgendwie. Ne, hier geht's noch nicht, weil hier ganz in Stützen sind. Ja, dann baue ich schnell. Dann baue ich schnell dort aus, Moment. Okay. Moment. Drehen, doch, geht schon. Komm schon. Au. Genau, perfekt. Und dann kann man da den Motor einschalten und dann oben lenken. Nice. Ja, mit einem Lenkrad ist gleich unten. Ich verstehe es nicht ganz.
Benötigt Planken. Ach, man braucht ein Holz. Ach Gott sei Dank. Oh. Ich hab kein Holz. So anzutreiben, oder was? Jo. Ist jetzt nicht so geil, denke ich. So immer noch besser wie Batterie oder sowas. Ja, das stimmt, aber... Lol, wie viele Planken kann man denn da reinhauen? Viele. Blöder Hai, der macht immer alles kaputt. So, Motor ist an. Wow! Holy shit. Ich weiß nicht, irgendwie... Moment, irgendwie... Ich würde das Lenkrad irgendwie anders hin tun. Wohin? Super. Okay, Moment. Also wir müssen da vor, guck. Wir müssen... Nach links oder was? Ja. Holy shit. Das ist immer... Bringt das was, wenn wir jetzt noch Segel anhaben? Moment, fahren wir gerade rückwärts schon, ne? Nee. Ah ja, doch. Fahren gerade rückwärts. Richtung Ender. Zack. Ich hau einfach mal nochmal das Segel rein auch noch. So. Weiß nicht, ob das was bringt. Wenn man dann noch schneller ist. Hallo, wieso kann ich denn... Achso. Sollen wir das Ding wieder ausschalten erstmal? So. Fahren wir denn überhaupt in die richtige Richtung irgendwie? Ich verstehe es gerade. Nee, hallo. Das funktioniert gerade mit diesem Ruder nicht. Ja, weil das... Moment, wir müssen das irgendwie anders machen. Warte, wir müssen jetzt das so einstellen, oder? Ich verstehe das Problem gerade nicht so richtig. Nee, Moment, jetzt drehen wir uns aber eigentlich wieder so. War doch richtig, oder? Und wenn wir jetzt so... Fahren wir denn so nach vorne? Irgendwas stimmt hier nicht. Ich glaube, dieses Ding da ist gerade, oder? Genau. So steht's gerade jetzt. Ja. Jetzt komm da nicht hoch, hier? Meine Fresse. Ich komme durch die Wellen nicht mehr aufs Boot. Ach so. Wir müssen doch jetzt eigentlich nach vorne fahren eigentlich, oder? Mir kommt es aber nicht so vor, als würden wir da nach vorne. Mal Gegenwind? Na, Gegenwind wäre es doch wurscht eigentlich jetzt. Eigentlich schon, ja. Gut, ja, wir haben volle Rotze Gegenwind. Moment, wo ist der Motor? Da ist. Nee, ach. Wir sind so dumm. Hm? Ja, der Motor muss ja ganz woanders hin. Wieso? Ja, halt wahrscheinlich genau hinterm Lenkrad eigentlich. Nicht seitlich, das ist einfach nur dämlich, was wir da machen. So, das Ganze machen wir jetzt nochmal. Das geht aber gar nicht. So. Vielleicht können wir einfach noch einen Motor bauen. So auf jeder Seite. So. Weil auf jeder Seite dann wäre es gleichmäßig nach vorne, weil so tut halt immer nur auf einer Seite. So, jetzt müsste es funktionieren, glaube ich. Nee, jetzt ist ja wieder komplett verkehrt. Wohl, doch, jetzt ist doch eigentlich so. Nee, jetzt ist ja mal grundverkehrt. Sag mal, hast du einen Denkfehler gerade? Lull. Ich glaube, du hast einen Denkfehler. Ja, aber vorhin hat auch nicht geklappt. Und jetzt ist direkt hinter uns. Wie ein normales Schiff, oder? Nee, das ist ja ein Wasserrad. Der paddelt ja mit dem Wasser nach vorne. Das ist ja keine Turbine. Aber der treibt doch. Digga, der muss seitlich sein. Am besten auf jeder Seite. Ach jetzt! Ach so. Okay, das ist schon hart. Sorry, aber hast du jetzt echt gedacht, dass das so eine Turbine ist, wie so ein... Ja, ich habe mir das nicht so genau angeschaut. Ich hätte halt gedacht, man tut's halt hinten hin und dann... Ah ja, gut, naja. Nee. Deswegen kannst du ja damit die Richtung ändern. Weißt du, vor oder zurück. In je nachdem, wie du es machst. Well. Okay. Wir können ja noch eins bauen. Du kannst... Haus mal hier hinten hin. Haus mal hier hinten hin. Hier in die Ecke. Hier irgendwo. Richtig schön, nice in die Ecke.
Und jetzt bauen wir noch eins und das bauen wir auf der anderen Seite hin. Ja. Ich understande. Da müssen wir die Richtung noch ändern. Immer nach vorne. Ja, aber man braucht zwei Motoren, weil sonst funktioniert das ja nicht. Ach, darum hat es nicht funktioniert. Ja, da braucht man den... Ja, okay. Fail. Ich hab vier oben... ich hab vier Metallbahnen gerade. Ich mal den Motor. Okay. Ich will mal ein bisschen Holz fällen. So, dann haben wir, brauchen wir noch die Seile. Ach, der greift gerade an, deswegen brauchen wir die Seile. Holz. Holy shit. Wie kriege ich eine Leiterplatte? Kunststoff, Kupferbahn und irgendwas anders. Gehen wir nochmal schnell hoch. So, dann hier mal ein bisschen Pflanzen wieder. Und rein damit. So. Halt die Kokosnuss, du kommst da rein. Da rein. Nein, da rein. Nein, da rein. Sehr gut. Ja, sonst habe ich eigentlich hier nichts mehr. Vielleicht mal was essen hier. Ein Kupferbahn und Leerkas. Herstellen und jetzt dann nochmal zum Motor herstellen. Dann kann man das reintun. Das reintun. Das reintun. So, das habe ich erstmal wieder gesucht eingesammelt. Da mal einen Schrott reinhauen. Dann den Kunststoff. Alter. Holz lasse ich mal drin, dann kann ich das gleich in den Motor reinwerfen. Stein da. Gut. So, und dann benötigt Blanken. Habe ich keine mehr. Nehmen wir da mal welche auf. Wie viele Blanken braucht man denn da? Ich glaube 17, sowas passt noch rein. Oh. Ich hoffe, dass das lange hält, ich sag's da. Ich hoffe auch, ja. Aber das ist so eine Anzeige dann. Also ein bisschen Holz habe ich schon reingetan. Ich habe auch schon ein bisschen Holz. Ich tue den Rest rein. So, auf die andere Seite vielleicht nochmal voll machen. Der habe ich schon voll. Ach lol, da ist so eine Mini-Insel. Wollen wir irgendwie. Nee, komm, scheiß drauf. Ich mag jetzt zu großen, direkt. Aber bevor wir hier weitermachen, jetzt haben wir die zwei Motoren. Ah ja. Können wir die. Wir schlafen einmal vielleicht. Mhm. Wir schlafen! Komm schon. Einwandfrei! Also doch, mein Hunger ist jetzt ordentlich nach unten gegangen. Holy shit. Jetzt schon. Ja, aber ist es wieder dunkel? Oder wird es jetzt. Ach so, nee, so ein Aufgang, okay. Oh nein, ich hungere. Ja, ich glaube, ich esse noch mal ganz kurz was und dann... Oh, das ist jetzt blöd. Ich war jetzt so der festen Überzeugung, dass wir jetzt nicht ganz leer und viele leben. Ich hab... Die Möwe, die... Ach so, lol, die legt sich ins Nest. Okay. So. Da könnten wir eigentlich... Ja, das ist ganz... Ja, ich hab nicht gewusst, wo ich die Rezepte hin tun soll. Nee, ist gut, vielleicht bewahren wir die mal auf für nochmal sowas, falls nochmal sowas passiert. Ja, oder man tut nochmal einen zweiten Kochtisch halt bauen dann. So. Irgendwie sowas, ja. Vielleicht sollen wir da mal was kochen vielleicht? Die Fischsuppe war ganz nice oder das andere Zeug, das ist auch ganz nice. Aber Pilze haben wir keine. Das können wir dann nächstes Mal machen. Ja, das können wir alles nächste Mal machen. Ich habe jetzt ein bisschen was gegessen, getrunken, perfekt. Dann haben wir die zwei Motoren und dann würde ich sagen, gerade treiben wir einfach sinnlos in der Weltgeschichte umeinander. Aber bei der nächsten Folge versuchen wir zur
wie heißt die Insel? Zur Balboa-Insel zu kommen und dann schauen wir mal, was das ist. Aber ich würde trotzdem jetzt mal Glück sagen, das Lenkrad vielleicht doch irgendwie hier hin, oder? Weil irgendwie, es fühlt sich komisch an, wenn man irgendwie hier seitlich irgendwie lenkt und dann die Motoren. Ja, meinst du mittig oder wie? Oder meinst du wo? Moment mal kurz. Genau, weil die Motoren sind doch hier rechts und hier links. Nee. Wo ist der Motor hin? Sag jetzt ja nicht, dass der Hai. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Weil hier doch was fehlt? Ja. Jetzt. Ne, darum war ich verwirrt. Nee, weil wenn hier der Motor wäre, dann würde es passen. Ey, nichts, dein Ernst. Alter, nicht... komm, du behinderter Hai. Ehrlich, dir macht das echt kaputt? Das ist aber... Das ist doch scheiße, sowas. Hallo, der Motor ist arschteuer eigentlich. Naja, gut, da können wir uns nächste Folge nochmal aufregen drüber. Oh Mann, okay, ja scheiße. Ja komm, ich hab den gerade dahin gebaut, vor 2 Sekunden. Das geht doch nicht. Das kann doch nicht sein. Der braucht einen Spawnschuss oder so. Ja, dass der Heider überhaupt, der müsste, wenn er fressen will, dann müsste er voll mit seiner Fresse gegen einen scheiß Motorblock da kommen. Nee, ich verstehe. Also, ich wenn der Hai den Motor kaputt machen kann, dann müssen wir nochmal außen rum bauen, ja, irgendwie. Ja, irgendwie außen rum bauen, ja. Oh, ja, gut, dann bauen wir erst außen rum und dann bauen wir den zweiten Motor. Ja, gut, dann nächste Folge wahrscheinlich doch keine Balboa-Insel, sondern übernächste Folge oder sowas, weil wir nächste Folge erstmal das absichern müssen, ein bisschen. Und nochmal den Motor bauen müssen. Yay! Ich glaube, wir haben gar nicht mehr so viel. Naja, gut. Schauen wir dann, ja, und. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Ciao.